Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Lone Sales. Wir machen uns wieder auf den Weg. Brauchen wir ein bisschen Energie. Zack. Können wir gleich nochmal nachlegen wahrscheinlich. Zeitnah. Mal gucken, dass wir nicht nochmal auf irgendwas Schlimmes treffen. Da ist was. Hallo. Halt. Halt. Ah, ich weiß. Stopp aus voller Fahrt. Möchte ich gern mitnehmen, das Kleenex hier. Dieser Brennstoff, der war ganz cool. Hauen wir gleich wieder rein. Genau. Dann gucken wir mal, wie viel der bringt. Wie viel der brennt, genau. Oh, das letzte Stück. Hat eingerastet. Okay, gut. So, von mir aus könnte auch die Segel einfahren, aber können sie auch schlaff im Wind hängen lassen. Okay. Ich wollte eh gerade anhalten. Von daher passt das ganz gut. Oh. Schiebe ich mal eben alles raus. So, wir gucken wieder, ob wir das Fass hier hochkriegen. Nicht so wirklich. Vielleicht hängen wir es mal hier oben dran, ne? Oh oh. Das Wetter schlägt um, Freunde. Weiß nicht, ob das so gut ist. So. Coast steht da. Geht zur Küste. Na, dann wollen wir mal. Schön, wenn er so anfährt, wie die Kisten verrutschen und so. Coast Harbor. Von dem Hafen in die Küste und ein bisschen Gas geben. Okay, alles gut. Ach Quatsch, wir müssen die Segel einholen, Freunde. Wie geht denn das? Wir werden ja gerade total gestoppt. Ah, jetzt haben wir es. Nice. So, alles frei. Ja, drück schon. Achso, Energie schon wieder alle. Okay, Brennstoffzelle rein und... Ja, bringt ungefähr so viel wie eine Kiste. So, da ist alles gut. Das heißt, wir können noch eine Kiste nachlegen. Als nächstes wird wohl der Koffer dran glauben. So, alles gut. Oh, es blitzt. Vielleicht doch nicht so gut. Gewitter. Es ist Gewitter, Freunde. Stopp. Okay. Wir schauen gleich mal. Na, ah, da kommen wir durch, Freunde. Da kommen wir durch. Ich hab doch schon wieder was gesehen. Will ich mitnehmen. So, Kiste. Was? Ups. Ach komm, wir starten erstmal weiter, ne? So. Okay, da ist alles gut. Wir können nachlegen. Multitasking hier. Alles gut. Oh shit. Koffer bringt. Boah, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, wir müssen vielleicht mal ein bisschen sparsamer unterwegs sein. Oh, fuck. Oh ja. Feuer, Feuer, Feuer im Segel. Im Segel. Gelöscht. Wow. Okay. Kommen wir weiter. Bitte darum. Zack. Hm.
Nicht so leicht. Okay, wir haben eingeloggt. Noch ein paar Umstrukturierungsmaßnahmen durchführen. Da ist noch eine Kiste. Wollen wir die haben? Ich glaube schon. Ja, guck mal, wir kommen genau richtig zum Stehen. Dass wir uns die holen können. Zwei Stück. Nice. Zack. So, abladen. Und weiter geht's, Freunde. Mit Karacho. Einloggen. Gut, wir haben eingeloggt. Einmal entlüften. Okay, alles ist wieder ruhig. Wird das vorbei? Und wir fahren. Bisschen was verschenkt. Nicht so schlimm. Ich glaube, den Knopf gedrückt zu halten, macht vielleicht mehr Sinn. Damit wir nicht immer wieder aus voller Fahrt hier Probleme kriegen. So. Wo sind wir jetzt? Was ist das? Ich würde sowieso ganz gerne eigentlich bremsen wollen. Erstens ist hier ein schönes Kistchen. Was wir natürlich einpacken. Ich glaube, ein bisschen müssen wir noch. Vorsichtig. Geht das Tor auf. Langsam, langsam, langsam. Oh, shit. Okay, es brennt nichts. Alles gut. Alles soweit erstmal in Ordnung. Und wir gucken einfach mal. Ob wir hier hochkommen. Ja, kommen wir. Nice, ein Fass. Oh, eine Maschine. Kennen wir schon das Prinzip. Treibstoff rein. Tor geht auf. Unser Schiffchen fährt rein. Guck mal da unten. Ah, unten links sind auch noch Sachen. Okay. Der Knopf ist kaputt. Und wir haben ein Schweißgerät. Den draufhalten. Knopf ist heile. Ist noch ein Fass. Würde ich gerne mitnehmen. Ah, wahrscheinlich müssen wir auf den... Entweder wir müssen noch mal was nachfüllen. Warte. Nö, wir müssen einfach draufbleiben auf dem Knopf. Gut. Und das Schweißgerät wird eingebaut. Wow, 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 wow. Stopp, da sind doch noch Kisten. Ich will die Kisten mitnehmen. Hältst du an? Hältst du an? Naja, ich sehe nichts. Ach, guck mal, wir fahren sogar ein Stück zurück. Sehr cool. Okay, also, Fass wird mal eben hier abgestellt. Oder hier. Geht auch. Und wir holen uns die Dinger noch rein. In unser Häuschen. In unser fahrendes Haus. Was ist das? Noch aus wie eine Lampe oder so. Ja, ist eine Lampe. Cool. Nehmen wir mit. Noch ein Lämpchen. Da müssen wir mal gucken, ob wir unser Schiff ein bisschen reparieren können. Oh. Wollte ich eigentlich nicht. Egal. War ja nur ein Kügelchen. Guck mal. In Ordnung. So, wo ist die Lampe? Da.
noch eine Lampe, noch eine Lampe, noch eine Lampe. Hm. Weiß ich nicht genau, wo die hin soll. Vielleicht erstmal hier hin. Warte, hier ist das Fass. Das lassen wir auch hier. Dann wird mal repariert. Ganze Schose. Wir fangen mal hier mit dem Motor an. Fahren mal vorsichtig. Genau, so ein bisschen vorwärts fahren, während wir reparieren. Schadet ja nichts. So, guck mal, das ist heile. Und dann reparieren wir hier noch. Halte drauf, mein Freund. Sehr gut. Cool. So. Okay, freie Fahrt voraus. Captain. Ja, 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 mein Freund. Diesmal bin ich dir zuvorgekommen mit dem Knöpfchen. Okay, hier durch den Zaun brettern wir durch, oder? Sollte kein Problem sein. Ach, hier ist sogar extra für uns was frei geblieben. Sehr schön. Aufpassen, dass wir hier dieses Fass nicht verlieren, ne? Weil hinten ist so ein bisschen offen. Genauso wie... Ja, ja, hier die Sachen. Und ich muss mich wieder um die Engine kümmern. Ja, ja, ich weiß. Und wir können auch mal so ein Fass da raushauen. Kräftig drücken, bis das Knöpfchen einrastet. Sehr gut. Können wir die Lampe auch noch aufs Bett tun? Oh shit. Stop! Umstrukturierungsmaßnahmen, Freunde. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das Ding. Würde das ganz gerne. Gucke mal. Köfferchen kommt mal aufs Bett. Und. Och, guckt mal, wie schön. Hell erleuchtet da oben im Lampignon in der Mitte. Schön. Das, was uns ein bisschen nett machen. Hier vielleicht den Maschine. So, geht das? Ja, ne? Naja, stört ein bisschen. Egal, geht schon. So, Bass und Kiste am Start. Dann weiß ich nicht, ob wir hier durchpreschen können und sollten. Wir werden es gleich rausfinden. Okay. Jawohl. Ganz entspannt aufgeschoben. So muss das sein. Mit aller nötigen Vorsicht. Vielleicht ist der Treibstoff sowieso alle bis dahin. Und... Stopp! Ups. So. Gucken wir uns das hier mal an, weil da kommen wir ja nicht durch. So, wie ist schon mal klar. Naja, da kommen wir auch nicht hin. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher, dass wir da auf diese Brücke kommen. Oder auf das Tor kommen. Also werden wir nochmal ein bisschen ranfahren, ne? Wir haben ja sowieso nicht mehr viel Energie. Ups. Oh, ist die Lampe entschärft. Aber ist nichts rausgefallen. Alles gut. Alles gut. So. Sieht aus wie so eine Radiostation. Hört sich zumindest so an. Weiß nicht, ob das hier so gut ist. Wow. Es geht mal hoch. Okay. Radio. Das hier? Ups. Musik. Cool. Und wir fahren wieder runter. Die Musik dann leiser wird, wenn man rauszoomt. Und wie sie lauter wird, wenn man reinzoomt. Cool.
Wir haben ein Radio, das muss doch auch... wo kommt das hin? Ali muss eigentlich auch hier bei uns zum... ins Schlafzimmer. Wofür die Musik? Zack. Sehr cool. Fein. Kommen wir weiter? Achso, wir haben keinen Treibstoff mehr. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir haben ja noch ordentlich. Jawohl, einmal voll gemacht. Ach cool. Nur auch irgendwie ein Kilometeranzeige oder Meteranzeige. Da rechts, diese Walze, die dreht sich. Einmal den Berg nach oben. Alles gut. Radio ist aus. Warum? Wahrscheinlich sind wir zu weit weg vom Radiosignal. So, alles gut. Wo die Lampe? Oh, die bringt Licht. Wo hier ist sowieso Licht. Durch das Fahrstuhllicht da. Oh, es wird hell. Es wird hell. Windkrafträder. Und hier im Hintergrund Pipelines. So, jetzt haben wir aber ganz schön Treibstoff rausgehauen. Und wir haben noch. Vielleicht können wir auch die Regel wieder benutzen. Und ein bisschen Treibstoff sparen. Wie wäre denn das? Endlich kommt er auf die gute Idee, ein bisschen ökologisch sich hier zu bewegen. Hey, unser Köfferchen auf dem Bett ist verrutscht. Egal. So, nice. So, Augen offen halten, falls wir hier nochmal Treibstoff finden. So eine Kiste würde ich schon nochmal nehmen wollen. Ich glaube, oh, fuck. Nein. Oh, na bloß gut. Ihr kleinen Büffel. Macht keinen Scheiß. Ich bremse auch für Tiere eigentlich. Das kam bloß wahnsinnig unerwartet gerade. Deshalb, Zack, Lampe ist wieder da, wo sie gehört. Na, nicht ganz. Komm mal. Och, das Häuschen da im Hintergrund. Malerisch. Jetzt glaube ich am ehesten. Oh, über die Brücke. Cool. Eine Anhöhe. The Blue Isles, a fresh start. So, ich würde eine Kiste nehmen. Old Coast, alte Küste. Und was kommen wir jetzt? Moment, ich versuche das Schild zu lesen. Woodshop oder sowas. Puff. Okay, hier jetzt hoch mit Schmackes. Schaffen wir's? Treibstoff ist gleich alle. Aber ich glaube, wir müssen hier sowieso irgendwas
wieder regeln. Werden hier wahrscheinlich mit den Segeln, genau. Habe ich mir gedacht. Und langsam. Oh shit. Langsam gegen das Tor fahren. Hat ja super geklappt. Wow. Okay. Okay. Ah, da ist eine Kiste. Cool. Und? Das lassen wir hier. Das Fass bleibt bitte hier. Dankeschön. Kiste nehmen wir mit. Und verfeuern die auch direkt. Zack, dass wir wieder Treibstoff haben. Und dann, meine lieben Freunde, dann werden wir mal sehen, was wir hier zu tun haben. Und das Ganze in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.